Also ich denke, dass das Bewusstsein ist sicherlich da, gemacht wird in dem Bereich sicherlich noch zu wenig aus meiner Sicht. Geschärft haben sie das Bewusstsein sicherlich, ja, aber ja, es wird aus meiner Sicht sehr viel darüber gesprochen, unternommen wird noch sehr wenig, aber es muss sicher da in Zukunft noch mehr getan werden, dass das Bewusstsein noch verstärkt wird bei der Gesellschaft. Aus meiner Sicht sind es mehrere Punkte. Einerseits ist es sicherlich eben, ich bin zu klein, zu unattraktiv, meine Daten sind nicht interessant. Das andere ist auch, dass viele Betroffene, die das schon mal erlebt haben, die wissen, von was sie sprechen, und andere denken, ja, das kann mir eh nicht passieren, ich surfe ja zu wenig im Internet oder meine Daten sind uninteressant für weitere Personen. Aus meiner Sicht ist es nicht nötig, eine extra IT-Abteilung zu haben. In der heutigen Zeit, der Risikofaktor Mensch ist größer als eine sichere IT-Abteilung. Daher würde ich einem Unternehmen eher raten, in den Menschen zu investieren, also in die Awareness, dass man die Mitarbeiter schult, dass man das Verständnis für die Mitarbeiter in Bezug auf IT oder Cybersecurity fördert. Ich denke ja, gerade durch diese Vernetzung von Geräten, Smart Home, Smart Cities, es wird alles mit dem Internet verbunden, denke ich, das Risiko wird exponentiell steigen, weil es werden immer mehrere Geräte, man vernetzt alles miteinander, es wird alles untereinander vernetzt. Man darf aber nicht vergessen, dass das Risiko Mensch da aus meiner Sicht noch viel höher ist als die Vernetzung dieser IoT oder eben dieser Industrie 4.0. Schwierig zu sagen. Ich denke, dass der Angriff aus dem Netz eher kleiner sein wird und der Angriff auf den Mensch, weil er das schwächste Glied in dieser ganzen Kette darstellt, noch vermehrt zunehmen wird. Dass auch der Mensch halt wirklich Fehler macht, die ein IT-System nicht macht, und dass da wirklich der Mensch noch mehr angegriffen wird, aber das wird sich zeigen.